Hallo und herzlich willkommen zu meinem Guide für 7. März. Diesen tollen Charakter bekommen wir alle im Spiel gratis geschenkt und sie ist sowohl für den Anfang als auch fürs Late Game einfach klasse. Am besten kann sie eure Truppenmitglieder mit einem Schild beschützen, aber nicht nur dafür ist sie gut, sondern auch um Schilde der Gegner zu brechen und somit füllt sie die Rolle als Supporter fürs Team perfekt aus. In diesem Video schauen wir uns alles Wichtige an und ich zeige euch, wie ihr das maximale Potenzial aus ihr rausholen könnt. Wir beginnen wie immer mit den Talenten und arbeiten uns durch alles durch und ich würde sagen, wir legen los. Abonniert übrigens auch gerne den Kanal, um zukünftig keine Videos zu verpassen und lasst auch gerne ein Like da, um mich bestmöglich zu unterstützen. Mit ihrem Standardangriff fügt 7. März Eisschaden hinzu. Ihre Fertigkeit macht sie richtig stark, denn damit gewährt sie einem Verbündeten ein Schild, welches Schaden abfängt, basierend auf ihrem Verteidigungswert. Jedoch ist das Schild nicht nur dafür da, um Schaden abzufangen, sondern auch um Gegner auf die Verbündeten, die ein Schild von ihr bekommen haben, aufmerksam zu machen. Wenn der Verbündete mindestens 30% seiner Lebenspunkte hat, erhöht sich die Chance, dass er angegriffen wird, sehr. Das Talent Mädchenpower harmoniert perfekt mit ihrer Fertigkeit, denn diese führt einen Konterangriff aus, der Eisschaden verursacht, wenn ein Verbündeter mit ihrem Schild angegriffen worden ist. Dies geht jedoch nur zweimal pro Runde. Die Ultimate fügt allen Gegnern Eisschaden zu und friert sie mit einer Chance von 50% für diese Runde ein. Diese Fähigkeit ist mega stark gegen mehrere Gegner und kann verdammt gut Schilde zerstören. Ihre drei Bonusfähigkeiten schauen wir uns auch einmal an, denn die haben es in sich. Die erste Bonusfähigkeit entfernt beim Einsatz der Fähigkeit noch zusätzlich einen Debuff, was dieses Schild einfach doppelt so gut macht, wie es ist. Ihre zweite Bonusfähigkeit sorgt dafür, dass die Dauer vom Schild 4 anstatt 3 Runden besteht, was sehr hilfreich sein kann und ihre letzte Bonusfähigkeit erhöht die Chance, die Gegner mit der Ultimate einzufrieren um 15%. Die erste Bonusfähigkeit ist definitiv ein Muss und für die anderen beiden müsst ihr schauen, wie viele Ressourcen ihr zur Verfügung habt und in sie stecken möchtet. Der Attributsbonus erhöht noch zusätzlich euren Eisschaden, eure Verteidigung und den Effektwiderstand, was perfekt zu ihr passt. Beim Aufleveln solltet ihr euer Schild bevorzugen und anschließend das Talent und die Ultimate. Den Schadenangriff müsst ihr nicht leveln, da ihr ihn selten nutzen möchtet und höchstens nur, wenn ihr keine Fertigkeitspunkte für die Fertigkeit habt. Aber selbst wenn ihr den Schadenangriff levelt, macht sich der Damage-Unterschied kaum bemerkbar. Bevor wir zu den Relikten und Lichtkegeln gehen, schauen wir uns einmal ihre Idole an. Bei 4-Sterne-Charakteren kann es sehr schwer werden, die Idola zusammenzubekommen, aber auf Dauer kommen sicherlich einige dazu und wie gut die von ihr sind, schauen wir uns mal an. Wichtig zu erwähnen ist aber auch, dass sie bereits auf E0 wunderbar funktioniert. Ihre erste Idola gibt ihr 6 Punkte Energie wieder für jeden Gegner, die sie mit ihrer Ultimate einfriert. Das kann in bestimmten Kämpfen ziemlich hilfreich sein, aber auch ziemlich nutzlos, wenn man nur gegen einen Boss kämpft. Idola 2 hingegen finde ich ziemlich stark, da ihr zu Kampfbeginn einem Verbündeten mit den wenigsten Lebenspunkten direkt ein Schild gebt in Höhe von 24% von ihrem Verteidigungswert. Die E3 erhöht das Level ihrer Ultimate um 2 Stufen, also weniger nutzvoll. E4 erhöht die Auslösungsanzahl von ihrem Konter von 2 auf 3, also könnt ihr pro Runde 3 Konterangriffe ausführen. Auch diese Idola kann sehr hilfreich sein, es kommt aber selten vor, dass ihr 3 Konterangriffe in einer Runde ausführen könnt. E5 erhöht die Fertigkeit um 2 Stufen, was ganz nett ist, und die E6 macht sie noch ein wenig zum Healer. Jeder Verbündete, der ein Schild zum Rundenbeginn hat, bekommt einen Heal in Höhe von 4% ihrer maximalen Lebenspunkte. Ihre Idola finde ich fast alle ganz okay, aber keines ist ein Muss. Die E6 mit dem zusätzlichen Heal finde ich jedoch sehr hilfreich, aber sie so oft zu ziehen ist definitiv noch ein weiter Weg. Bei dem 4er Relikt-Set gibt es nur eines, welches perfekt zu ihr passt und das wären 4 Teile Ritterin vom Palast der Reinheit. Dieses gibt euch mit 2 Teilen 15% mehr Verteidigung und mit 4 Teilen erhöht sich die Schildmenge um 20%, also genau das perfekte Set für sie. Das coole ist auch, dass ihr bei Pompom im Salonwagen genau diese Setteile nach und nach als Belohnung für einen Stufenaufstieg bekommt. Erst ein 4-Sterne-Set und später sogar ein 5-Sterne-Set. Da ihr euch beim Relikte-Farm zu Beginn noch nicht so auf eure Supporter fokussieren möchtet, ist das also ein geschenktes Set für sie, welches ihr vorübergehend nutzen könnt, auch wenn die Main- und Subsets noch nicht passend sind. Für die Planarsphäre und das Verbindungsseil möchtet ihr am liebsten ein 2er-Set Beleburg der Architekten, wodurch sich ihre Verteidigung noch mehr erhöht, oder alternativ Flotte der Alterslosen. Das 2er Beleburg-Set ist das Beste auf ihr, aber so habt ihr eine Alternative, falls ihr bisher nichts anderes habt. Bei dem Mainset eurer Relikte habt ihr 2 Möglichkeiten. Im Early oder auch im Midgame könnt ihr euch auf so viel Verteidigung wie möglich fokussieren, um das Schild für die Gegner so tanky wie möglich zu machen. Das spielt sich dann quasi wie ein Jongli, den ihr komplett auf Lebenspunkte gebaut habt. Sinnvoller ist es jedoch zukünftig auf dem Körper Effektreferate zu nehmen, auf den Füßen Geschwindigkeit, auf der Planarsphäre dann Verteidigung und auf dem Verbindungsseil Energiewiederherstellungsrate oder Brucheffekt.
Wieso komplett auf Verteidigung im Late Game nicht mehr so viel Sinn macht, ist einfach erklärt. Durch das Aufleveln vom Charakter, der Spuren und dem Lichtkegel hat sie im Late Game mehr als genug Verteidigung und das Schild, welches sie gibt, ist hoch genug, um den Schaden abzufangen. Deswegen macht es mehr Sinn, andere Stats bei ihr zu priorisieren, damit sie durch Geschwindigkeit eher wieder am Zug ist und mit der Effekttrefferrate besser Schilde zerstören kann und mit der Energiewiederherstellungsrate ihre Ultimate besser aufgeladen bekommt. Bei den Substats möchtet ihr auf ihr Effekttrefferrate, Geschwindigkeit, Bruch-Effekt und Verteidigung. Kommen wir nun zu ihren besten Lichtkegel und da hätten wir an erster Stelle das Lichtkegel von Gepard und zwar Moment des Sieges. Dieses Lichtkegel gibt 7. März alles, was sie braucht. Mehr Verteidigung, Effektreferate und wenn sie angegriffen wird, erhöht sich nochmal die Verteidigung. Wenn ihr dieses Lichtkegel bekommen habt, aber bisher keinen passenden Träger gefunden habt, dann ist das die beste Option auf ihr. Als 4-Sterne-Lichtkegel ist das Beste auf ihr der erste Tag meines neuen Lebens, wodurch sich auch ihre Verteidigung erhöht und der Widerstand aller Verbündeten. Trend des universellen Markts und das bin ich sind ebenfalls zwei gute Optionen, die euch Verteidigung geben. Wesen Wildfeuer erhöht nicht eure Verteidigung, sondern den Schaden aller Verbündeten, welches ihr auch nehmen könnt, falls ihr bisher keins der genannten habt. Es gibt aber auch noch eine super 3-Sterne-Alternative und das wäre Bernstein, welche ebenfalls ordentlich euren Verteidigungswert pusht, vor allem wenn ihr diesen Lichtkegel auf Verfeinerung 5 habt. Anders als in Genshin ist die Teamzusammenstellung bei Honkai etwas leichter. In Genshin hat man versucht, viele Elemente für viele Reaktionen in einem Team zu haben. Bei Honkai möchte man entweder seinen Main-DPS endlos buffen, damit er die ganze Arbeit macht, oder man schaut auf die Schwächen der Gegner. 7. März ist ein Charakter, der viel Eisschaden verursachen kann und euch ein extrem gutes Schild gibt, um eure Verbündete zu beschützen. Also könnt ihr sie quasi in jedes Team packen, wo ihr Schutz und Eisschaden benötigt. Da viele Gegner oder auch Bosse Flächenschaden verursachen, kommt ihr wahrscheinlich nicht drum herum, einen Healer wie Natasha oder Bailu anzupacken. Es kommt halt etwas auf den Content an, den ihr gerade spielt. Ich nutze sie gerne im Team mit Seele, Natasha und dem Feuer-Trailblazer. Der Trailblazer verspottet die Gegner und zieht alle Angriffe auf sich. Mit dem Schild von ihr bekommt der Trailblazer quasi keinen Schaden mehr. Das Team ist sehr defensiv gebaut, hat mich aber durch die meisten Simulationsstufen langsam aber sicher begleitet. Schreibt mir aber auch gerne mal eure Teams in die Kommentare und wie ihr sie nutzt. Das war's auch schon zu meinem 7. März Guide. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen und ich hoffe auch, dass euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.